einen wunderschönen guten Tag. Wir sind auf dem Bilsterberg heute. Okay, gut. Wir sind am Bilsterberg. Wir fahren heute mit diesem Porsche. Alle drei dürfen heute mitfahren. Wir zeigen euch erstmal das Auto und dann würde ich sagen, bis nachher und bis. Es hat so hart Laune gemacht. Also ich hätte auch noch den ganzen Tag fahren können, von mir aus so 20, 30, 40, 50 Minuten. Das war jetzt ein dritten Rennen. Oh, wow. Timo, deine Meinung? Erstmal allererste Fahrt GT3 RS. Man hat halt gemerkt, dass es ein Straßenwagen war. Du bist in jeder Kurve eigentlich schon mit dem Heck weggerutscht, aber es war schon krass. Ja? Dann sind wir noch mit der Cup-Version gefahren. Das war schon ein richtig heftiger Unterschied. Also einfach, du hast gemerkt, dass das Auto viel mehr Grip hat, in den Kurven viel besseres Handling hat. Es war halt einfach viel geiler zum Auto. Du hast die Leistung viel mehr gespürt und die Geräuschkulisse einfach geil. Einfach Emotionen pur zum Teil. Janik, deine Meinung? Also das erste Mal sind wir mit dem Straßenauto gefahren, der GT3 RS. Es war schon geil, aber es war halt mega rutschig die ganze Zeit. Und als wir dann mit dem Cup-Auto gefahren sind, wir sind aus der Box rausgefahren. Man hat sofort gemerkt, wie viel mehr Grip der hat und das war einfach richtig geil. Generell mitzufahren, richtig geil mit Olli. Danke nochmal auf jeden Fall an Olli, weil
Er hat es wirklich gemacht. Für uns alle drei, richtig krasses Erlebnis. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, erstmal im Straßenauto mitzufahren. Also hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht mit allen. Ja. Geiles Erlebnis, danke an Olli und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und nochmal danke das schön. Haut rein. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running out. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need a free pool. You reaching out from the west side of that old town, but there's no show, so I go down to the open mic. Show love to the real ones that know now. Some of y'all don't know now. In a couple months, you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And he knows my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been ballin', but it's looking like they took a time out. Okay.